Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Mod-Review auf meinem Kanal. Wir fangen heute an mit dem Palms Harvest Craft Mod. Ja, der fügt 275 neue Items hinzu, die eigentlich alle was mit Essen zu tun haben. Und wir werden jetzt uns direkt mal mit den Bäumen anfangen. Wer keinen Bock hat, sich jetzt die ganzen Pflanzen anzugucken, der kann einfach vorspulen, ich werde nachher auch da hinten noch andere Sachen erklären. So, ja, hier gibt's verschiedene Bäume in Palm Harvest Craft, die haben alle solche Früchte, die haben drei Wachstumsstufen, soweit ich weiß. Und die kann man, wenn sie reif sind, einfach mit Linksklick abernten. Dann kommen hier zum Beispiel Walnüsse raus. Ja, ich denke, ich muss das jetzt nicht bei jedem erklären, außer beim Zimtbaum, da ist es besonders. Ja, wenn man Rechtsklick auf eine reife Pflanze macht, die man nur mit Linksklick ernten kann, dann kommen da so Herzchen raus. So, also, den Walnussbaum habe ich euch ja jetzt schon gezeigt. Der hat Tropenlaub und Eichenholzstiele. Dann hier die Papaya-Palme, die gibt Papayas logischerweise. Und hat hier einen Tropenholzstamm und Eichenlaub. Ich glaube, die haben sogar alle Eichenlaub. Manche haben Eichenstamm und manche einen Tropenstamm. Gut, es gibt Orangen, Vanilleschoten, die kann man dann im Ofen, hier diese grünen Bohnen kann man dann im Ofen zu Schoten machen. Braucht man auch für ein paar Rezepte. Dann gibt es hier die Sternfrucht. Ich denke, die kennen einige von euch. Schmeckt eigentlich ganz gut. Dann Oliven. Die tragen sehr spärlich, leider nur. Dann die Muskatnüsse, Apfelbäume. Also der Mod fügt auch hinzu, dass man die Vanilleäpfel anbauen kann, was ich persönlich sehr begrüße. Dann hier Avocado. Da frage ich mich immer, warum die schon die Schale weg haben, aber gut. Dann hier Limetten, Zitronen, Bananen. Kirschen, die sehr groß geraten sind. Dann Drachenfrüchte heißen die. Ja, ich weiß nicht, die kennen, denke ich, auch einige von euch, sind die, ja, sind innen so weiß mit so schwarzen Kernen drin. Schmeckt süß, ein bisschen wie Kiwi, finde ich. Ja, Kokosnüsse kennt, denke ich, jeder. Und jetzt der Zimtbaum. Den kann man nämlich. Den muss man nämlich jetzt abbauen. Also da haut man auf die Rinde drauf. Danke, jetzt sind sie. Und weil Zimt ist ja Rinde, also ich denke, das wissen auch alle. Und ja, ich finde es eine echt coole Lösung, muss ich ehrlich sagen. Großes Lob. Auch hier das Frühjahr, also wer die Palm-Mod früher kannte, der wusste, dass es dann noch so Blätter gab und dann immer mal wieder Früchte runtergefallen sind. Also die neue Lösung finde ich echt genial. Vor allem, weil ihr könnt halt bestimmen, wann ihr erntet und müsst dann nicht irgendwie mit Minefactory oder Buildcraft oder so irgendwelche Pipes machen, damit ihr möglichst alle Früchte bekommt. Ja, hier machen wir weiter mit einem Pfirsich und Pfefferkorn, Baum. Ja, das auch im Ofen brennen, dann bekommt ihr Black Pepper, also schwarze Pfeffer. Ja. Pflaumen, Birnen und zum Schluss gibt es noch einen Granatapfel. Das ist dieser Apfel mit den tausenden von Kernen dann so das Fruchtfleisch. Ja, jetzt renne ich mal schnell zurück. Und wir widmen uns jetzt mal den Pflanzen. Falls ihr euch fragt, warum hier Redstone liegt, Redstone markiert einfach die Pflanzen, weil es gibt zwei verschiedene Arten von Pflanzen. Einmal die man mit Rechtsklick abernten kann, also die ein Redstone-Zeichen haben, und die man komplett abbauen muss. Also zum Beispiel die Artischocken hier, die kann man einfach mit Rechtsklick, bekommt man dann die Artischocke hier. Man kann die rohen Früchte übrigens auch essen, geben alle ein halbes Hunger. Ja, die wächst dann immer wieder nach, da braucht ihr euch nie wieder drum kümmern. Ja, dann der Spargel ist zum Beispiel ein Kandidat, den haut man komplett ab. Dann gibt's hier die Bambussprossen, die sind auch ein Rechtsklick-Kandidat,
Bohnen, die muss man abhauen. Ja, die Rübe muss man auch abhauen. Die Paprika ist eine Rechtsklickpflanze. Ich nenne sie jetzt einfach mal Rechtsklickpflanze. Dann verschiedene Beeren, also hier erstmal Brombeere und Blaubeere, auch Rechtsklick. Der Brokkoli, den muss man abhauen. Dann haben wir hier den Rosenkohl und den Kohl. Also das ist der Rosenkohl, den erntet man mit rechts. Dafür habe ich meinen Notfallknochen hier dabei. Dann den Kohl, den muss man auch nicht abhauen. Entschuldigung, musste ich jetzt gucken. Kohl kennt mich nicht so gut aus. Dann die Kaktusfrucht, die haut man ab. Die Candleberry, aus der man Wachs macht, kann man auch mit Rechtsklick ernten, genauso wie die Honigmelone. Den Blumenkohl hier muss man komplett abhauen, genauso wie den, was war das nochmal? Entschuldigung, Sellerie, danke. Dann den Chili Pfeffer, also Chilis, kann man mit Rechtsklick abernten, genauso wie diese Beeren hier, Kaffeebohnen. Entschuldigung, keine Beeren, Kaffeebohnen. Dann den Mais auch rechtsklick. Das wundert mich eigentlich, weil Mais haut man ja eigentlich ab. Genauso wie die Baumwolle. Dann hier Preiselbeeren haut man einfach vom Boden runter. Das sind ja so niedrige Sträucher. Dann die Gurken. Hey, die haben die Textur geändert, fällt mir gerade auf. Und dann die Aubergine. Kann man auch mit Rechtsklick ernten. Den Knoblauch muss man komplett abhauen. Den Ingwer muss man auch komplett abhauen. Die Weintrauben, bei denen sie auch die Textur geändert haben, kann man so abhauen, genau wie die Kiwi. So, jetzt kommt der Lauch, den muss man abhauen. Und auch den Salat muss man abhauen. Den Senf muss man nicht abhauen. Dann hier Hafer, neue Getreidesorte. Okra ist so eine indische, ich glaube, das ist wie, nee, keine Wurzel, das ist so wie was, so wie eine Gurke. Also da habe ich mal ein bisschen recherchiert, das ist aber auch schon ein paar Tage her. Ja, dann Zwiebeln natürlich abhauen. Dann die Pastinaken, was waren das noch? Das sind, glaube ich, so, ja genau, das sind so Rübenmäßig. Ach so, mein Inventar ist voll. Ja, dann Erdnüsse kann man so abhauen. Nein. Die muss man auch linksklicken. Erbsen muss man so abhauen. Ananas muss man so abhauen. Ja, Entschuldigung, das ist Schild falsch steht. Den Rettich muss man auch so abhauen. Die Himbeeren sind auch nicht reif. Tut mir leid. Ja, das schneide ich jetzt raus. So, da bin ich wieder. Also, die Himbeere kann man auch so abhauen. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Den Rhabarber kann man auch so abhauen. Den Reis kann man nicht so abhauen, den muss man komplett ernten. Dann die Steckrübe auch so abernten, genau wie den Roggen. Die Schalotten, das sind so zwiebelmäßig was, muss man auch so abhauen. Ja, Algen, also fragt mich nicht, wie Algen dermaßen auf dem Feld über Wasser leben, aber die kann man mit Rechtsklick ernten. Sojabohnen muss man abhauen. Und hier das Gewürzblatt, so ist die ja, wörtliche Übersetzung, aber ich schätze mal, das soll ein Curryblatt darstellen, kann man mit Linksklick abhauen. Erdbeeren ist wieder ein Rechtsklick-Kandidat. Die Sonnenblumen muss man komplett abhauen. Dann die Süßkartoffel auch abhauen. Den Tee auch abhauen. Abhauen. Die Tomaten kann man rechtsklick ernten. Die Rübe muss man komplett abhauen. Den Winterkürbis, also da haben sie sich echt viel Mühe gegeben, auch nicht die, ja, die, ich sag jetzt mal Vanillakürbisse nochmal zu erweitern und einem Kürbisliebhaber nochmal ein bisschen Spaß zu geben. Und zu guter Letzt die Zucchini. Hat zwar jetzt die gleiche Textur wie die Gurke, aber gut, ich denke, das kann man verkraften. So, ja, jetzt cheate ich ein bisschen.
damit wir uns den Weg ersparen. So, ja, hier sind wir jetzt wieder auf meinem Hof und werden auch gleich freudig begrüßt, denn die Mod endet nicht mit den Pflanzen, sondern, deswegen habe ich hier eine Kiste aufgestellt, da geht noch viel mehr. Ich glaube, ich sollte den Ingame-Song. Entschuldigung, das ist hier jetzt. Ja. Ich weiß nicht, warum ich den Ingame-Sound so hoch habe, weil kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. So, ich packe das jetzt mal alles weg. Und zwar jetzt nehme ich mir mal das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. So, jetzt hier, was ist das denn? Eine Presse. Beziehungsweise wir fangen mit dem Bienenstock in der Mitte an. Ja, diese Bienenstöcke spawnen unter Bäumen, also an den Blättern unten dran, und die kann man einfach so abbauen. Und dann bekommt man so eine Biene. Die kann man in so ein Bienenhaus reintun. Da ist jetzt eine drin. Und nach einiger Zeit werden hier so Wachswaben, also da tun sie Wachs. Da kann man übrigens nicht rausschiften, wie ihr gerade gesehen habt. Da spawnen so Wachswaben, die ich hier habe, und Honigwaben. Beide sind sehr nützlich für euch. Ja, die werden sich irgendwann abnutzen, dann müsst ihr eine neue reintun. Ja, gut. Dann kommen wir hier noch zu der Presse. Da kann man zum Beispiel hier eine Olive reintun. Also, eine Olive reintun. Und bekanntlicherweise macht man aus Oliven ja Öl. Also habt ihr hier schönes Olivenöl. Oder ihr könnt die Honigwabe hier reintun. Also das wundert mich eigentlich, weil es eine Saftpresse, sage ich jetzt mal, ist. Und Honig kommt ja eigentlich aus einer Zentrifuge, aber gut, ich denke, er wollte sich da einfach sparen, ein neues Item zu machen. Und er hat ja auch schon genug hinzugefügt. Ja, dann kann man aus verschiedenen Säften auch noch Früchte machen. Das hier wäre jetzt, sage ich jetzt mal, der maschinelle Weg. Da gibt's auch noch einen anderen Weg, den lernen wir aber nachher kennen. Ja. So, das war's erstmal zu den Maschinen. Dann brauche ich jetzt mal ein... Verdammt, das hätte ich mir rauslegen sollen. Nehmen wir mal hier das Steinschwert. Ja, wir haben... Dann hat er auch ein bisschen an den Vanillatierchen rumgespielt. Hier, yep, da haben wir's. Das ist Lammfleisch, beziehungsweise Schafsfleisch. Oh, meine Tintenfische sind weg. Das tut mir jetzt echt leid. Egal, das sage ich jetzt einfach so. Es gibt nämlich, ja, wenn ihr Tintenfische tötet, gibt's die Chance, dass ihr Fleisch kann man nicht sagen. Ja, Tintenfische halt bekommt. Die könnt ihr dann braten, und ich glaube, nee, für Rezepte braucht man es nicht großartig. Also den könnt ihr braten. Ja, den Bienenwachs nehmen wir mal, den Olivenöl nehmen wir mal mit. Jetzt, was sind das hier? Das ist einmal das Wasserfass, die Steinspüle, der Tonkrug und das Ziegelbecken, wie auch immer, ja, ein Brunnen. Denke ich mal, soll es darstellen. Aus denen könnt ihr allen unendlich viel Wasser nehmen, also es ist wie eine unendliche Wasserquelle, nur in einer schöneren Aufmachung und Platz sparen. Da braucht man, die sind allerdings meiner Meinung nach relativ teuer, weil man irgendwie 6 Eisen für jeden braucht und dann noch 3 andere. Das kann man sich schon leisten, aber ja, ist halt, ich weiß nicht, wo da Eisen drin sein soll. So, ja, jetzt kommen wir hier zu, Klauslabs oder Stoffstufen, die gibt's auch hier in Treppen, in allen verschiedenen Farben. Die fügt ihr einfach hinzu. Ich weiß nicht, ich denke, viele kennen das irgendwie, dass man Wollstufen gerne gebrauchen könnte. Hier gibt's die also. Ich glaube, die werden, soweit ich weiß, aus Baumwolle gefertigt. Ja, das gleiche hier heißen auch Klauslabs. Weiß ich nicht warum. Weil das sind ja eigentlich die Stairs und das sind die Slabs. Aber gut. Dann gibt's auch hier Kerzen in etlichen verschiedenen Farben. Die macht man entweder aus Bienenwachs oder aus den Candleberries. Also diese Beeren, die ich vorher gezeigt habe, die grünen. Ja, hier gewebte
Baumwolle gibt's auch noch. Aus der macht man Lederrüstungen. Also ja, das ist ein Lederersatz quasi. Finde ich eine coole Lösung, weil Baumwolle, also ich meine, wer hat keine Lederknappheit? Dann hier harten Leder, also gehärtete Lederrüstung. Die habe ich gerade an, hier bis auf den Helm. Der Brustschutz gibt 3 Rüstungspunkte, die Schuhe einen, die Beine 3,5 und der Hut einen Punkt. Das ergibt 7,5 Rüstungspunkte. Ja, ich denke, das kann man sich leisten. Ich weiß allerdings nicht, wofür ich eine gehärtete Lederrüstung brauche. Naja, ich finde sie sieht aber ganz lustig aus. Also ich habe sie gerne als, wenn ich da draußen auf den Feldern rumspiele an. Das gehärtete Leder macht man auch mit normalem Leder und Wachs. Ja, gut, das war's dann zu guter Letzt eigentlich schon fast. Außer, jetzt kommt's natürlich zu dem lustigen Teil, dem Kochen. Wir haben ja jetzt hunderte Zutaten gesehen oder mögliche Zutaten. Jetzt können wir natürlich gleich anfangen zu kochen. Die Pfanne hier ist von Tinkers, kannst du dort also nicht irritieren lassen, bitte. Dafür brauchen wir aber ein paar Utensilien, und zwar die Backformen hier, das Schneidebrett, die Saftpresse, also damit und der Frucht lässt sich dann, ich sag jetzt mal, in Handarbeit der Saft auch machen. Also ist eigentlich das gleiche wie der draußen stand, nur dass es nicht maschinell ist. Mörser und Stößel, also so ein, ja, Mörser halt, ein Topf, ein Kochtopf und eine Pfanne. So, jetzt habe ich 4 meiner Lieblingsrezepte für euch, die wir jetzt nochmal zusammen kochen werden. Und zwar fangen wir damit mal an mit dem Honig-Zitronen-Lamm. Und das craftet man so. Hier was rein, dann hier die Zitrone rein, den Senf hier drunter. Nein, die Zitrone musste hier, Entschuldigung. Dann die Bakewell hier hin. Kann man sich eigentlich merken, das Tool ist eigentlich immer oben links und hier drunter den Honig. Bekommt man so ein Honey Lamm. Honey Lemon Lamm, also ein Honig-Zitronen-Lamm. Ja, so, dann als nächstes, ja, das ist der Käsekuchen. Den macht man wieder aus der Bakewell. Dem Mehl macht man hier hin. Zucker hier hin. Und Heavy Cream, also ich schätze mal, das ist, Entschuldigung, Ei noch. Heavy Cream, das ist sowas wie Sahne oder sowas, denke ich, so Sau, so Schlag, nein, nicht Schlagsahne. Ja, irgendwie sowas mäßiges. Mir fällt es gerade nicht ein, Entschuldigung. Ja, auch den Cheesecake, den kann man dann essen. Die kann man leider nicht setzen. Ja. Und zu gut, nein, vorletzt, nehmen wir hier einen Gurkensalat, werden wir jetzt zusammen machen. Da das Cutting Board, also dieses Schneidebrett, da oben hin. Dann den Spring Salad, also es ist so ein Frühlingssalat, den könnt ihr euch ja eigentlich angucken. Ich werde den Link zu einem Wiki, denke ich, auch in die Beschreibung packen. Ja, dann kriegt ihr hier einen Gurkensalat raus. Und dann hier zu guter Letzt mein absolutes Lieblingsgericht, sage ich jetzt mal. Also zumindest hier im Spiel. Und zwar müssen wir dafür den Pot hier oben hin. Daneben hier das Hähnchen, Black Pepper, Mehl und Spice Leaf. Nein. Wartet mal kurz, ich habe das falsch gemacht. Oh, ich habe das Öl vergessen. Entschuldigung. Dahin. Dann bekommt man hier so ein Fried Chicken. Ich finde, das erinnert irgendwie an KFC. Nur, dass es einen Creeper-Kopf hat. Also, ja, meine Lieblingsgerichte habe ich euch jetzt mal gezeigt, aber da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ich kann es ja mal zeigen. Nein, nicht Oa Parm. Parm.
Also hier, das sind jetzt alle Sachen. Also ihr habt echt fast unendlich viele Möglichkeiten. Macht richtig Spaß mit der Mod zu spielen. Ich kann jetzt auch mal nochmal hier also zeigen, was ich da mir gebaut habe. Also hier, ich habe mir zum Beispiel Forge Micro Blocks die Bienenstöcke nochmal neu ausgeschmückt und lege hier gerade fleißig Felder an. Also wem Spaß macht zu farmen, aber nach einer Herausforderung sucht, wenn ihr es schafft, alle Pflanzen in großem Stil zu bewältigen, ohne irgendwelche Planter, dann seid ihr Palmkönig. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie groß eure Felder denn so sind. Ja, damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, wegen meiner auch einen Daumen nach unten. Nach unten. Ja, also, ihr dürft mir auch gerne Mods in die Kommentare schreiben, die ich mal testen und bewerten soll. Also, vielen Dank fürs Zuschauen.